Hallöchen allerseits und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich bin inzwischen schon fertig gemacht, habe aber vorher schon angefangen zu filmen. Und zwar gibt es jetzt als erstes ein kleines bisschen Motivation für euch, würde ich sagen. Ein bisschen Putzmotivation. Ich habe nämlich das ganze Bad endlich mal wieder auf Vordermann gebracht. Die ganzen Oberflächen waren so vollgestellt. Es hat sich einiges angesammelt. Dann habe ich direkt noch die Wäsche gemacht. Das kennen sicherlich die meisten Mamas von euch. Wäsche hat man eh nie fertig. Deswegen ist das so eine Endlosaufgabe. Aber ich habe es zumindest erstmal so weit abgehakt, dass der Wäschekorb jetzt leer ist. Und ja, vielleicht habt ihr einfach Bock mitzumachen. Dann schnappt euch jetzt euren Putzlappen und los geht's. Video übrigens eine Frage gesehen, die hieß, wann können wir denn jetzt immer mit Videos rechnen und hast du feste Termine für neue Videos und sowas? Und ganz ehrlich, nee, habe ich jetzt noch nicht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zwei Videos pro Woche einzuplanen, immer einen Vlog, damit ich halt einmal pro Woche einfach so unseren Alltag ein bisschen mitfilmen kann und einmal irgendein anderes Video, was dann, weiß ich nicht, eine Challenge sein kann oder ein Fragenfreitag oder ein Haul, so wie jetzt, oder ein Rezept oder irgend sowas in die Richtung. Irgendwas, was halt einfach kein normaler Alltagsvlog ist. Ich stehe aber so ein kleines bisschen auf dem Schlauch. Also klar, Haus gehen und Fragenfreitag ist auch klar. Übrigens werde ich den jetzt tatsächlich in Angriff nehmen. Ich hoffe, Franz hat Bock mitzumachen. Ihr habt nämlich richtig viele Fragen unter den letzten Vlog geschrieben. Und die werden wir dann uns mal vorknöpfen. Mal gucken, was wir davon alles beantworten können. Und ich hoffe, ihr freut euch da auch schon genauso drauf wie ich. Wie gesagt, Franz weiß noch nichts von seinem Glück, aber ich denke, der hat auch Bock drauf. Naja, und ansonsten muss ich halt einfach mal so gucken, was sich ergibt. Es würde mich natürlich brennend interessieren, was euch so interessieren würde. Also habt ihr denn zum Beispiel überhaupt noch Interesse an so Formaten wie Schnippel and Talk oder, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Vorstellungen von Büchern, von Spielen, von, keine Ahnung. Ich bin halt irgendwie noch so richtig gefangen in den 2015 bis 2018er YouTube-Vibes. Aber hier hat sich so viel verändert. Allein durch die Shorts, bei denen ich auch noch gar nicht weiß, inwiefern und ob ich die bedienen kann und möchte.
Da muss ich auch noch sehen, ob ich vielleicht einfach mal anfange, meine alten Reels hier hochzuladen. Wie sinnvoll das ist. Ja, also ihr seht, ich mache mir da schon eine Platte und ich mache mir da auch Gedanken, was ich machen könnte und was euch vielleicht interessieren könnte. Aber hey, wir sind ja alle ein paar Jahre älter geworden. YouTube hat sich extrem weiterentwickelt. Es sind viele Veränderungen gekommen. Deswegen dachte ich, ich frage euch einfach nochmal. Vielleicht habt ihr ja Bock, einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr hier zurzeit gerne seht, was ihr vielleicht auch vermisst, was ihr euch für meinen Kanal vorstellen könnt, auch wenn ich natürlich eigene Vorstellungen habe, aber es ist immer schön zu wissen, was diejenigen denken, fühlen und sich wünschen, die das Ganze hier verfolgen, weil ich mache das Ganze natürlich auch für zu einem nicht ganz unerheblichen Bruchteil natürlich für euch. Ihr habt so oft nachgefragt auf Instagram. In jeder Fragerunde dort gab es die Frage, wann kommt wieder ein YouTube-Video? Warum hast du aufgehört? Das ist so schade und sowas. Und ich habe auch gesehen, dass tatsächlich viele aufgehört haben, aber auch einige anscheinend wieder zurückgekommen sind. Ganz viel Gelaber um ein einziges Thema. Ich hoffe, ich kriege ein paar Rückmeldungen von euch. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ich arbeite jetzt hier erstmal weiter. Das ist für euch immer ein bisschen langweilig, weil ich ja einfach nur am Laptop sitze, aber spätestens, wenn die Kids wieder da sind, sehen wir uns wieder. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, Milchreispuffer zu machen. Dafür erhitze ich jetzt hier einmal die Butter im Topf, damit ich den Milchreis darin einmal anschwitzen bzw. anbraten kann. Ich habe mir hier mein Rezept zusammengestellt. Den Rezeptheft habe ich mal für die Kinder gemacht, damit die halt auch selbstständig bestimmte Gerichte einfach machen können und da eine kleine Anleitung dazu haben. Und ich brauche den auch selber, weil ich immer wieder vergesse, wie viel Milchreis ich denn nun brauche. So, das sieht hier schon gut aus. Da kommt jetzt einfach der Milchreis dazu. Und wenn der ein bisschen angebraten ist, dann wird der eben mit der Milch abgelöscht. Ich finde, das macht den irgendwie einfach ein bisschen aromatischer. So, das sieht jetzt schon gut aus und es duftet vor allem auch schön. Das heißt, da kann jetzt einfach ganz normal der Liter Milch rein. Wuhu! So. Und da kommt ansonsten jetzt nur noch 1 bis 2 Esslöffel Zucker rein und Milchreisgewürz von Just Spices. Das finde ich richtig gut. Das gibt dem Ganzen echt nochmal so eine besondere Note. Da ist nämlich neben Zimt auch noch Vanille und Kakaopulver drin und das schmeckt richtig lecker. Und weil das Ganze ja Milchreispuffer werden sollen und da kein extra Zucker und Zimt drauf kommt, mache ich da auch einfach ein bisschen mehr rein. Dann gibt es ein bisschen mehr Geschmack. Just Spices sind übrigens unsere absoluten Lieblingsgewürze, wie man vielleicht erkennen kann. Und ich habe einen dauerhaften Code dafür. Der heißt Just Natürlich Anna und gibt euch immer ein gratis Gewürz. Also falls ihr mal Bock habt, vorbeizuschauen, mein absoluter Liebling ist hier das Eye-Topping. Das ist mega. Und der Gemüse-Allrounder. Hier hinten sammeln wir übrigens auch immer die Dosen, die leer sind, von denen wir dann wieder Nachschub brauchen. Jetzt aufgebraucht sind der Auflauf-Allrounder und der Ofengemüse-Gewürz-Mix. Benutzen wir beide richtig viel, weil sie auch echt gut sind. Also falls ihr Bock habt, ich packe euch den Link in die Infobox, dann könnt ihr euch euer gratis Gewürz einsammeln. So, das sieht jetzt hier schon richtig gut aus. Braucht nur noch ein paar Minütchen, bis es richtig dick wird. Und das habe ich jetzt einfach, wie gesagt, ganz normal wie Milchreis kochen lassen. Und gleich machen wir dann die Taler draus. Der Milchreis ist inzwischen fertig gekocht und auch schon ein bisschen abgekühlt. Das ist wichtig, sonst stocken nämlich die Eier, die da reinkommen, damit das Ganze gebunden wird. Und jetzt kommen da so ungefähr 10 Esslöffel Mehl dazu, damit das am Ende so eine richtige Pampe wird. Und wenn das dann ordentlich untergerührt ist, dann ist das hier so ein richtiger teigiger Matsch. Genau so brauchen wir das. Dann kommt Kokosöl in eine Pfanne. Und so backen wir dann immer ungefähr 1 bis 2 Esslöffel Milchreis in der Pfanne auf, bis die so richtig schön goldbraun angebraten sind, die Taler. Und bei mir kommen die dann einmal noch auf so einen Küchenkrepp, damit das überschüssige Öl abgehen kann. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Milchreis. Und damit bin ich fertig. Ich habe einmal eine Dose jetzt hier fertig gemacht mit den kleinen für morgen für die Brotdosen. Die sind dafür nämlich perfekt. Da kann man dann einfach Apfelmus reinmachen und dann kann man das so eintauchen und essen. Dafür sind die mega praktisch. Genau, und die großen sind dann einfach zum Gleichessen, wenn die Kids nach Hause kommen und immer Hunger haben. Und da fällt mir oft nichts ein, was ich machen könnte. Und die sind dafür eigentlich auch richtig gut. Nilas und ich, wir spielen gerade eine Runde Go und zwar die einfachste Version von diesem, das ist so ein Holzbrettspiel. Die einfachste Version ist einfach, man muss 5 in eine Reihe kriegen. Du bist dran. Einer spielt mit Weiß, einer spielt mit Schwarz. Und dann ist es wie 4 gewinnt, nur halt mit 5. Und dadurch, dass es hier so ganz viele Ecken, also ganz viele Schnittpunkte gibt, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten,
seine Reihe aufzubauen. Und das ist echt ein cooles Spiel. Juna und ich sind jetzt in der Küche und wir backen... Amerikaner. Wuhu! Und zwar mit der kinderleichten Becherküche. Das ist nämlich richtig cool. Normalerweise backt Franz immer hier mit. Aber heute sind wir damit mal dran. Und wir haben hier schon alles zusammengesucht und zurechtgelegt und legen jetzt mal los. Womit geht's los? Mit Margarine. Bitte? Bitte? Das kommt alles rein. Das ist eine halbe, also 250 Gramm. Das passt genau. Zählen wir uns nicht. Eins, zwei, drei. Meine Mutter will mich auffressen. Ja, weil du so siehst. Wo waren wir? Drei. Ja. Okay. Das ist jetzt vier. Ja, vier. Oh. Fünf. Sicher. Stück. Ja. Sieben. Sieben. Fünf. Sechs. Sechs. Und jetzt noch eine. Doppelt, doppelt. Ja, sehr gut. Mhm. Ich hab meine Hände in die Schicht. Jawohl. Mixi. Mixi-Mix. Dann mal los. Oh, vielleicht müssen wir das doch. Wir nicht lieber die Abdeckung drauf machen und ich habe gesagt, oh nö, das geht bestimmt ohne Scheibenkleister. Na los, dann machen wir das jetzt mal sauber. Lecker, lecker Kackwürste. Das kannst du dir schon mal merken, für alle späteren Backversuche, es sieht niemals so aus wie in der Anleitung, sondern immer irgendwie anders. So, die erste Fuhre ist jetzt fertig und sieht, naja, sieht okay aus. Also ein bisschen dunkel sind sie geworden, die Backzeit haut nicht so richtig hin. Die nächste Runde machen wir definitiv ein bisschen kürzer. Da. Gestern hat Juna noch spontan Besuch von einer Freundin bekommen. Wir haben zusammen Amerikaner gegessen, gespielt, Abendbrot gegessen und deswegen habe ich dann einfach nicht noch weiter gefilmt. Aber ich dachte, das Video ist sowieso okay so. Und ich hoffe, es hat euch trotz des relativ abrupten Endes gut gefallen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!